Ja, hallo, der Micha hier von Mika News. Ich habe hier Patrick Beck vor mir. Wir wollen mal kurz über ihn sprechen und ganz wichtig über den neuen Mugen MTC2. Neuer Tourenwagen wurde vor längerem schon angekündigt, ist jetzt quasi, wir werden das veröffentlichen, wenn es lieferbar ist, also wenn es in Handel geht, das Fahrzeug. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Erstmal zu dir, Patrick. Du bist ja Teammanager bei Mugen, Psyche Europa, ne? Was sind so deine Aufgaben, beziehungsweise wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wie lange fährst du RCK? Wie kommt man, ich sag mal, dann auf diese Schiene? Ja, erstmal hallo Micha, danke für die Einladung hier zu unserem Gespräch. Ja, wie wird man da Teammanager? Ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich habe als junger 13-Jähriger mal irgendwann angefangen, Modellauto zu fahren und jetzt werde ich nächstes Jahr schon 40, also ich bin schon relativ lange dabei und habe vor 3 Jahren angefangen, Mugen-Autos zu fahren. Da gab es ja damals das ganz neue Fahrzeug von Mugen, also den MTC1, das erste Elektro-Onroad-Auto und ja, das Team war und ist nach wie vor relativ klein und fein, wie ich immer gerne sage. Aber es hat sich dann halt so ein bisschen rausgestellt, dass wir auch jemanden brauchten, der sich halt so ein bisschen um die Anliegen von den Teamleuten kümmert und halt auch ein bisschen was in Richtung Social Media vielleicht auch macht, um ein bisschen mehr Informationen zu verbreiten. Und dann haben wir uns halt darauf geeinigt, dass ich da ein bisschen mithelfen kann. Und so hat sich das Ganze dann bis heute entwickelt. Also ja. Und du bist jetzt nur Tourenwagen gefahren? Kannst du so einen kleinen Abriss machen? Mit 13 hast du angefangen und dann nur Tourenwagen? Nein, also ich habe mit 13 einen Buggy bekommen zu Weihnachten von meinem Vater. Das war ein Tamiya Bearhawk, das war so ein 2WD-Kunststofffahrzeug. Und mit dem bin ich dann erstmal das erste Jahr auf der Straße rumgefahren und im Garten. Und dann war es aber so, dass bei uns in der Nähe ein Verein war, der MRC Gelnhausen. Das war in den 90ern, ich glaube so 94 bin ich dann das erste Mal dort gewesen. Und da dann auch erst noch Offroad gefahren, habe da so einen Losi-Truck gefahren, so also richtiges Leben. Offroad-Racing war das damals noch. Und da gab es aber auch eine Onroad-Strecke und auch eine Indoor-Onroad-Strecke. Und ja, das war dann die Zeit, wo dann diese Keil DTM-Rennserie größer geworden ist. Und dann habe ich dann einen Yokomo-Tourenwagen bekommen und bin dann eigentlich seitdem nur noch Onroad gefahren. Habe also ja 20 Jahre kein Offroad-Auto mehr bewegt, bis ich letzten Sommer wieder einen Truck auf die Strecke gestellt habe, um es einfach mal wieder auszuprobieren. Ja, ich glaube, das habe ich gesehen. Also so bist du quasi in dieser 1 zu 10er Schiene reingewachsen, der du bis heute treu geblieben bist und dann halt zu Mugen Saiki Ja. als Teammanager quasi. Genau. Dann kam der MTC1. Ist jetzt 3 Jahre. Zwischendurch kam mal so ein Conversion-Kit, ne, dieses Europa-Kit. Und jetzt ging der Schritt, so wie viele Tourenwagen, auf den Mittelmotor. Wenn man das Fahrzeug sieht, ist ja eigentlich alles neu. Warum habt ihr im Prinzip nicht nur einfach, es haben ja viele Hersteller nur Mittelmotor und die Aufhängung gelassen, ihr habt ja quasi eigentlich an allen Bereichen gearbeitet. Wie kam das? Ja, also ich denke, dass der Designer vom Auto, der Robert Peach, der das, die ganzen Zeichnungen macht, die ganzen Ideen hat und eben auch das ganze Design macht, hat halt mit seinen Chefs in Japan, denke ich mal, mehrere Möglichkeiten durchgesprochen. Und natürlich hätten wir auch sagen können, wir nehmen den MTC1 und bauen nur ein Mittelmotor-Kit rein im Endeffekt und verkaufen es als neue Version von dem Auto. Das Auto, denke ich, hat ja solide funktioniert, aber wir waren damit trotzdem immer so ein kleines bisschen von der Spitze so weg bei den größeren Rennen. Ja, und dann war eben einfach die Idee, sich was zu trauen und zu sagen, okay, wir machen wirklich ein ganz neues Auto. Und dann hat eben Robert Peach halt wirklich ja, angefangen, halt ja, seine Ideen da einfließen zu lassen. Und dementsprechend ist das neue Auto jetzt natürlich mit Mittelmotor, aber es haben sich halt auch alle anderen Teile geändert. Also das Einzige, was vom alten Auto geblieben ist, sind vielleicht Kardans und vielleicht ein paar Karosseriehalter, aber sonst ist wirklich alles neu im Design. Weißt du, inwieweit warst du eigentlich jetzt bei der Entwicklung mit dabei? Naja, gut, also im Endeffekt war es so, dass Robert die Entwicklung vom Auto gemacht hat. Wir haben dann aber letztes Jahr, nee, beziehungsweise dieses Jahr im Februar, vor dem ETS in Daun, hatten wir dann 4 Prototypen-Autos hier nach Europa bekommen und waren da auch nochmal 2 Tage in Salzburg zum Testen, bevor wir dann zum ETS gegangen sind. Und
haben einfach halt mit Erik Dankel, mit Sebastian Mayberg, mit Robert Pietsch und auch mit mir, hatten wir halt diese vier Autos hier zur Verfügung und ja, haben dann halt angefangen zu testen. Das Ganze sollte natürlich ein bisschen intensiver erfolgen, aber dann kam halt durch diese Covid-Situation war schwierig, zeitlang auch ordentlich irgendwo testen zu gehen. Das hat uns ein bisschen das Tempo rausgenommen, sage ich mal. Aber wir waren halt zu viert erst einmal damit beschäftigt, halt zu probieren, wie das Auto funktioniert, welche Setups es braucht. Und ja, haben auch verschiedene Teile durchgetestet, um dann halt ja, eine Serienversion zu bekommen, die halt wirklich gut performt, die einfach zu fahren ist, die schnell ist und die halt den Kunden dann hoffentlich sehr, sehr viel Spaß bereiten wird. Da hattet ihr aber schon so ein ähnlich, also so eine Basis, wie es im Prinzip kommen wird, das Fahrzeug. Ja gut, am Anfang, da hatten wir etliche 3D gedruckte Teile, also die Querlenker und viele andere Antriebsteile waren halt 3D gedruckt und wir haben auch an den Lenkhebeln noch ein bisschen was verändert, am Chassis. Kleinigkeiten wurden halt noch verändert. Aber im Prinzip war die Basis, mit der wir angefangen haben zum Testen, die war ziemlich nah dran an dem, was jetzt dann im Baukasten auch drin sein wird, alles. Ja. Ja, gehen wir. Wir können ja eigentlich mal von hinten nach vorne gehen. Am Antriebssystem habt ihr ja im Prinzip, glaube ich, nicht so viel verändert. Also klar, ein Kegeldiff ist hinten geblieben. Ich glaube, ihr habt auch ein Alu-Diff-Gehäuse drin. Kann das sein? Ja, also wir hatten beim MTC1 schon ein Alu-Diff-Gehäuse, das ist auch geblieben. Allerdings wurde ja, das Design vom Diff nochmal überarbeitet und ein großer Vorteil, den das Differential jetzt hat, ist, dass eben die beiden größeren Kegelräder, die im Differential sind, die können nicht mehr auf dem Boden des Diff-Gehäuses schleifen. Also es gibt da keine Reibung mehr im Diff und das ist, denke ich, ein großer Vorteil, wenn es da um die Konstanz geht auf der Strecke. Da ist das Diff auf jeden Fall top. Da können wir gleich, kann ich gleich fragen, wo ist so die Basis für das Diff-Öl, was ihr dort verwendet? Was würdest du jetzt dem Kunden sagen, der das Auto kauft? Wo soll er anfangen? Was ist bei meinetwegen bei High-Grip-Strecken zu empfehlen, welche Richtung man geht oder eben auf Asphalt? Dann Ja, haben wir das gleich mal. wir haben jetzt bei den Tests sowohl auf Asphalt als auch auf Teppich, in Stock oder auch in Modified, ja, zwischen 4.000 und 6.000 haben wir uns irgendwo eingependelt. Das hat auch schon mit dem 7.000er Diff mal gut funktioniert, aber als Basis würde ich sagen, kann man wirklich solide mit einem 5.000er Öl anfangen. Da ist man genau in der Mitte drin und das hat bisher auch wirklich überall gut funktioniert. Ja, Mitte ist klar. Stachelvortrieb, also im Prinzip eine ganz normale Mittelwelle. Ja, Und vorne habt ihr ein Spool drin. genau. Ist das auch verändert oder ist das gleich geblieben jetzt, das Spool zum Der Vorgänger? Spool ist jetzt ein bisschen verändert, also es ist ein mehr Kunststoff dran, also es ist nochmal leichter geworden. Und der ganze Antriebsstrang ist eigentlich, wenn man ihn zusammenbaut, man kennt das ja, dass man oft das Gefühl hat, dass man jetzt erstmal 20 Akkus fahren muss, bis der Antrieb frei geht und sich alles wirklich perfekt angepasst hat. Aber jetzt bei diesem Auto war es wirklich so, dass es schon nach dem Zusammenbauen erstaunlich leichtgängig alles ging. Und ja, das zeigt halt, dass die Teilequalität wirklich gut ist und die Leichtgängigkeit halt gleich von Anfang an wirklich sehr gut ist im ganzen Antriebsstrang auch. Die Riemen sind gleich lang. Ja, Riemen sind gleich lang, genau. Da sind keine Unterschiede. Ja. Ich sag mal, die auffälligste Änderung ist, glaube ich, am Fahrzeug. Also es gibt ja so einige, klar, Mittelmotor. Die auffälligste Änderung ist ja quasi die Aufhängung, ne? Unterer Querlenker aus Kohlefaser. Ja. Obere Querlenker ist ja eine Art Dreieckslenker. Und ich glaube, ich weiß es nicht hundertprozentig, kannst du mich korrigieren, vordere und hintere Aufhängung ist identisch. Oder ist das Nicht ganz. Also nicht ganz? die oberen Querlenker, die sind ja aus Kunststoff, wie du schon gesagt hast, so eine Art Dreieckslenker, wo man dann auch den Sturz direkt einstellt. Da sind die vorderen und hinteren Teile gleich, die sind über Kreuz miteinander vertauschbar. Allerdings ist es dann unten am Auto so, dass die Kohlefaser-Querlenker vorne und hinten sind ein bisschen unterschiedlich, weil der Aufnahmepunkt vom Dämpfer am Querlenker unten, der ist natürlich vorne weiter innen als hinten. Und demzufolge kann man die vorderen Schlingen nur vorne benutzen und die hinteren dann nur hinten. Okay. Aber rechts und links wieder. Ja, genau. Die unteren schwingen. Rechts und links ist gleich, ja, genau. Und wie du sagtest, ne, nee, das war jetzt der Nachlauf, ne? Den Nachlauf kann man ja oben am Gehäuse einstellen. Ja, genau. Also am Diff-Gehäuse war jetzt das anders ist, ne?
Am Querlenker gibt es praktisch die Möglichkeit, dass man in etwas losschraubt und dann hat man Ja. in der oberen Kappe so ein Langloch drin und kann dann eben den Querlenker nach vorne oder nach hinten verschieben und somit halt 4 oder 5 Grad Nachlauf dann einstellen, ohne dass man jetzt irgendwie Teile austauscht. Ja. Bei der Sturzeinstellung ist mir auf dem Bild vom ich glaube, ja, vom 17. August wurden ja die ersten Bilder veröffentlicht. Da ist mir nur aufgefallen, dass man von innen den Sturz einstellt. Also man quasi, der Kugelkopf muss ja in dem Querlenker drinne stehen, in dem oberen. Genau, der Kugelkopf ist hier oben im Querlenker mit drin und man setzt hier dann einfach einen Kugelimbus und kann dann hier den Sturz einstellen, praktisch. Deshalb ist auch gleich gut, wenn man sich einen Kugelimbus besorgt, um halt da besser ranzukommen. Also einfach ein 2 mm Kugelimbus, der schadet auf gar keinen Fall was zum Sturz einstellen an dem Fahrzeug. Ja, wenn man das Fahrzeug sieht bei dir, fällt ja auch auf, es fehlen die Dämpferbrücken. Ja, genau. Also Dämpferbrücke gibt es in dem herkömmlichen Sinne nicht mehr. Also es gibt keine Kohlefaserbrücke mehr, die mit dem Bulkhead verschraubt ist. Es gibt halt dann im Endeffekt diese Aluminium-Standoffs, die an die Bulkheads angeschraubt sind. Und da werden dann die Dämpfer mit befestigt. Dementsprechend ja, konnte man da in Sachen Schwerpunkt nochmal tiefer gehen und hat auch vorne oder hinten auch die Möglichkeit, einfach zwischen den Bulkheads ein bisschen mehr Flex zu haben und da eben Ja. mit dem Setup noch ein bisschen mehr zu arbeiten und der Schwerpunkt ist halt einfach nochmal tiefer, weil auch die Dämpfer dann an dem unteren Querlenker auch praktisch etwas unterhalb des Querlenkers dann aufgenommen werden. Ja. Ja, ich habe gerade mal das Bild eingeblendet, ne, wo man das sieht, wo halt der Dämpfer. Also der Dämpfer hat den oberen, also der obere Anlenkpunkt ist ja quasi nur einer, ne, vorhanden. Ja, genau. Also man hat oben einfach eine Madenschraube, die man in das Aluteil einschraubt, wo der Dämpfer eben dran ist. Man kann halt dann die Dämpferposition oben einfach mit verschiedenen Alu-Shims dann eben beeinflussen, ob man steiler oder flacher geht, einfach Shims rein oder Shims raus. Ach so, okay. Und dann kann man das praktisch stufenlos Zehntelmillimeter eigentlich einstellen, das Ganze. Also kann so, klar, weil der ja so ich sag einfach mal, 45 Grad Winkel ist, kann ich quasi die Position hier ändern, indem ich hier Shims dazwischen setze. Ja, genau. Ganz einfach. Ja. Und unten am Querlenker ist dann so, dass ein Aluteil an dem Kohlefaser-Querlenker angeschraubt ist. Und wenn man da die Dämpferposition verändern möchte am unteren Querlenker, kann man auch diese beiden Schrauben lösen. Und da sind auch Langlöcher drin und man hat halt dann auch zwei Positionen, also weiter innen oder weiter außen, Ja. kann man da ganz einfach einstellen, ja. Man also ist relativ flexibel. Ja, durch diese Änderung hat sich auch gleichzeitig geändert, dass ihr die Dämpfer ändern musstet. Sind die jetzt kürzer geworden oder ist das einfach nur vom Design her anders oder sind die gleich geblieben? Die Dämpfer sind nur minimal verändert, also sie sind aber nicht nochmal kürzer geworden, weil also es gab im Okay. Endeffekt, sagen wir es mal so, es gab beim MTC1 ja einfach nur normale kurze Dämpfer und die Dämpfer jetzt hier bei sind schon nochmal kürzer geworden. Ja, wir hatten beim MTC1 mal kurze, also ganz kurze Dämpfer, die es dann für den MTC1 aber nicht gab. Die sind aber jetzt Ja. vergleichbar mit den MTC2 Dämpfern, also die sind schon wirklich kurz und sitzen tief im Fahrzeug drin. Ja. Und genau. Wenn wir jetzt wieder noch zur Hinterachse kommen, beziehungsweise zum unteren Anlenkpunkt. Ihr habt ja am unteren Anlenkpunkt ist ja auch gleichzeitig noch die Stabilbefestigung Ja. vom ne? Also auf der einen Seite ist quasi der Dämpfer und auf der anderen Seite ist der stabil befestigt. Ja, genau. Und genau. Und zum MTC1 habe ich gesehen, die Stabilbefestigung ist ja auch in die Mitte gewandert. Also hinten ist sie nicht mehr hinten, sondern ist, vor dem Diffgehäuse. Ja, genau. Also die Stabis sind dann im Endeffekt an der Hinterachse hier befestigt und an der Vorderachse relativ normal. Insgesamt sind die Stabis halt wesentlich tiefer im Auto befestigt, nicht mehr oben am Bulkhead. Und die Stabis haben halt auch jetzt eine andere Form. Das heißt, das mittlere Stück des Stabis ist länger geworden und die beiden Teile, die dann Richtung Schwinge gehen, Richtung Querlenker, die sind kürzer geworden und dadurch hat der Stabi halt eine viel effektivere Wirkungsweise. Also man spürt den Stabi mehr, wenn man ihn ändert. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, auch ein großer Vorteil. Das sorgt definitiv dafür, dass das Auto auch auf der Strecke ein bisschen weniger wankt und einfach dann ja bei Highspeed oder bei schnellen Kurven einfach noch stabiler bleibt.
An der Vorderachse habe ich gesehen, ihr habt zum Glück, oder ich glaube, ne, serienmäßig, dieses, ich weiß nicht, Stands, sage ich einfach mal dazu, um die Karosserie abzustützen. Ja, genau. Also das sind An vorne diese Aluminium Bodystopper oder Body, ja, Bordteile, wie man sie auch immer nennt. Ja, die sorgen im Endeffekt dafür, man kann die Höhe dieser Bodyposts einstellen und das Ganze dann eben auf die Karosserie, die man benutzt, so einstellen, dass die Karosserie erst einmal, wenn das Auto einfedert, rechtzeitig abgefangen wird über dem Reifen. Also der Reifen schleift nicht mehr im Radkasten, auch nicht, wenn man eingelenkt hat und irgendwie in der Kurve ist. Und man hat noch den Vorteil, dass man die Karosserie auch relativ tief fahren kann vorne und sie trotzdem Ja. nicht auf dem Boden aufsetzen wird, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine Kurve anbremst und das Auto sehr viel vorne einfedert, wird sie trotzdem immer noch gestoppt und berührt halt auch vorne mit der Lippe den Asphalt oder den Teppich daneben. Also das ist eigentlich eine echt coole Sache und die wird dann halt hier vorne am Alu-Lenkhebel einfach mit angeschraubt. Wenn wir gleich bei der Vorderachse noch sind, Thema Lenkung, Doppelarmlenkung oder Ja, verwendet ja. genau, ist eine ganz normale kugelgelagerte Doppelarmlenkung, bei der man die üblichen Sachen einstellen kann, also Ackermann und Bump Steering und so weiter. Also da ist alles relativ beim Alten geblieben, ist halt alles relativ kompakt und die Teile sind filigran, aber es ist eine konventionelle Zweiarmlenkung, ja. Genau, ganz normal. Gibt es eigentlich später oder gibt es schon andere Lenkplatten oder seid ihr eigentlich so gut aufgestellt, dass ihr mit den Lenkplatten eigentlich alles abdeckt? Weil die Lenkplatten machen ja manchmal Sinn, kurze, längere, ne? Aber im Prinzip, wie du sagst, ne? Man kann ja eigentlich innen was einstellen, außen was einstellen, um eben Bump Steering einzustellen, um den Ackermann einzustellen und diverse andere Sachen, ne? Die halt Ja, also ich denke, löten. das Teil, was im Baukasten drin sein wird, diese mittlere Lenkungsbrücke, also die Werte, die wir da benutzt haben, sind eigentlich die, die überall am besten, am solidesten auch funktioniert haben. Und ob da in Zukunft nochmal andere Teile kommen werden, kann ich jetzt bis jetzt noch nichts Genaues dazu sagen. Was ich sonst noch gesehen habe, um es nicht ganz so weit den Rahmen zu sprengen, Akkugewichte, beziehungsweise nicht Akkugewichte, sondern das Allgemeingewichte. Ihr habt da optionsmäßig gibt es einiges, was man einbauen kann. Da würde ich jetzt mal fragen, wie viel wiegt eigentlich das Fahrzeug? Wie viel muss man eigentlich reinkleben? Weil das ist ja eigentlich für viele auch das Entscheidende. Und ist das Fahrzeug dafür geeignet, dass man auch Shorty-Akkus fahren kann? Also Ja, optional? was das Auto jetzt genau wiegt, ohne Anschraubgewichte, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, um ehrlich zu sein. Also bei meinem Auto kann man ja jetzt hier relativ einfach sehen, dass ein Shorty-Akku drin ist. Und das liegt halt daran, dass ich jetzt halt in der Halle Modified auch fahre und man da aktuell halt mit den Shorty-Akkus unterwegs ist. Aber generell zu den Gewichten. Also es sind im Baukasten sind drei Anschraubgewichte schon mal mit dabei, wenn man die bekommt. Das sind einfach zwei 10-Gramm-Gewichte, die kann man zum Beispiel hier links und rechts an der Vorderachse anschrauben. Und dann gibt es hier im Zentrum der Vorderachse noch so ein 18-Gramm-Gewicht, was man hier vorne noch im Chassis anschrauben kann. Also die sind im Baukasten mit drin. Und dann gibt es halt noch jede Menge zusätzlicher Tuning-Gewichte, die man im Bereich des Motorhalters anschrauben kann, um einfach mehr Gewicht in die Mitte zu platzieren. Dann gibt es die Möglichkeit, eine 20-Gramm-Platte hier unter dem Empfänger zu platzieren. Ja, und dann hat man halt eben die Möglichkeit, wenn man Shorty-Akkus fährt, gibt es diese Akkuhalter, die gleichzeitig eben auch Gewichte sind. Und da haben wir hier jeweils 50 Gramm vor und hinter dem Akku, weil man beim Shorty-Akku halt circa 100 Gramm auf der Akkuseite benötigt, wenn der Shorty so 100, 150, 160 Gramm wiegt. Das Gleiche gibt es auch nochmal, wenn man mit vielleicht 5 oder 6.000 Milliampere Akkus fährt, die auch relativ leicht sind. Da gibt es dann optional auch nochmal diese Akkuhalter als Gewicht, aber dann nur noch mit 20 Gramm vor oder hinter dem Akku. Und wenn man halt ganz normale, ja, große Akkus fährt für Stockklassen, dann sollte man halt den ganz normalen Baukasten Kunststoff-Akkuhalter fahren, weil der Stock-Akku normal schon schwer genug ist. Aber es gibt auf jeden Fall ganz viele verschiedene Möglichkeiten mit verschiedenen Anschraubgewichten halt die Balance im Auto perfekt ja, einzustellen. Und es gibt hier unten im Chassis dann auch nochmal kleine Löcher. Da kann man mit diesen Balancing-Tools, die es gibt, wo man das Auto normalerweise draufstellt, um diese Links-Rechts-Bewegung zu checken, da kann man eben dann auch nochmal checken, wie die Vorwärts-Rückwärts-Balance vom Auto dann halt eben ist. Ja, also gewichtsmäßig gibt es wirklich viel, was man machen kann.
Und das, also man spürt das auch, ob man da jetzt 20 Gramm weiter mehr nach vorne lebt oder nach hinten schraubt. Das ist auf jeden Fall Oder. wichtig. Karosseriehalter habe ich gesehen. Vorne, klar, am Bumper ist ja typisch. Und hinten habt ihr gleich die Variante nach hinten raus gemacht, nicht nach oben. Ja, genau. Also wir haben jetzt hinten diese horizontalen Karosseriehalter, die nach hinten weggehen. Allerdings sind im Baukasten beide Versionen drin. Also es wird auch ein Karosseriehalter dabei liegen, der ganz normal nach oben weggeht, wie man es kennt. Da kann man dann selber entscheiden, ob man ja die konventionelle alte Version einbaut oder ob man halt die Karosseriehalter nach hinten zeigend dann verbaut. Kann man auswählen. Ja. Ja, nö, eigentlich haben wir jetzt schon mal gut das Auto kennengelernt. Was mir noch so fehlt ist, oder das Einzige, was mir fehlt, weil man jetzt Spursturz, alles einstellbar hat man ja, gerade mit dem Sturz hatten wir oben gesehen, dann den Nachlauf kann man einstellen, kann man ja auch hinten einstellen. Hinten kann ich separat die Vorspur einstellen durch dieses ARS-System, ne? Genau, ja. Wie ist das bei dem Fahrzeug eigentlich mit dem Rollcenter erhöhen? Macht man das mit Chims einfach? Genau, also man hat im Endeffekt dann Shims, die man an den unteren Querlenkern, also die unteren Querlenker sind ja in Kugeln praktisch gelagert und aufs Chassis geschraubt und da kann man einfach mit Shims, die man unterlegt beim Anschrauben, eben das Rollcenter unten verändern und oben wird eben auch ganz normal mit Shims unter den Kunststoffquerlenkern dann eben einfach auch gearbeitet. Ja. Und wir haben jetzt für das Auto im Endeffekt im Baukasten schon wesentlich mehr Shims drin, als man das vielleicht sonst so kennt. Da wir jetzt nicht mehr mit einer Art Baukasten-Setup arbeiten wollen, man kennt das ja, man bekommt ein Auto und geht vielleicht auf einer Teppichstrecke fahren mit viel Griff. Der nächste, der das Auto bekommt, geht aber vielleicht gleich auf eine Asphaltstrecke fahren mit wenig Griff und dementsprechend ist ein Basis-Setup oder ein Baukasten-Setup immer ein bisschen schwer zu definieren. Und dementsprechend gibt es beim MTC2 eben schon mal viel mehr Shims, da man relativ viele Shims auch braucht, wenn man hier Rollcenter und Dämpferpositionen verändern will. Aber so kann halt der Fahrer dann gleich ja, mit einem tiefen oder ganz hohen Rollcenter anfangen, wenn er will, und hat halt diese Shims schon mal alle mit dem Baukasten drin, um ganz viele verschiedene Setups halt ins Auto einzubauen. Wo wird man die Setups finden? Also wenn ich jetzt ein MTC1 habe oder MTC2 natürlich habe, möchte mir ein paar Setups. Habt ihr da schon welche hochgeladen? Wo wird man die sehen? Habt ihr dann eine eigene Support-Seite oder geht das alles über Petit RC? Also zum Beispiel, ne? Also natürlich wird es Setups geben auf Petit RC, ganz klar. Da wird es auch schon ein Setup-Sheet geben, das man dann editieren kann. Und wir haben jetzt eine Facebook-Seite noch gemacht von MSCE, also von Mugen Psyche Europa. Das ist die Mugen MTC2 Infopage bei MSE, so heißt die Seite. Und da werden wir halt ja, alle Informationen hochladen, die jetzt in der Zukunft dann noch kommen werden, wenn es mal Tuning-Teile gibt, wenn es neue Setup-Tipps gibt, wenn es vielleicht auch mal Videos gibt vom Training oder von irgendwelchen Rennen. Das wird die Seite sein auf Facebook, auf der wir versuchen werden, die ganzen News zu bündeln. Ja, Mugen MTC2 Infopage bei MSE. Alles klar, dann war das doch schon fast ein gutes Schlusswort. Da danke ich dir, Patrick, für die Infos zum neuen Auto und ja, wünsche natürlich viel Erfolg für das Team und für das Fahrzeug. Vielleicht, hoffentlich sehen wir uns dieses Jahr oder nächstes Jahr dann halt wieder bei irgendwelchen Rennen. Ja, das Ich danke hoffe dir. ich auch. Es wäre schön, wenn wir 2021 ein paar mehr Rennen fahren könnten, als es dieses Jahr war. Aber ja, wir hoffen natürlich, dass es auch unser neues Auto den Leuten gefallen wird. Und wenn da Fragen aufkommen, also egal, wer ein MTC2 aufbaut, wenn Fragen sind, kontaktiert uns einfach, schreibt uns an und wir versuchen da immer zu helfen und halt auch dann da zu sein. Danke auch nochmal an dich, Micha, für das Interview. Ich danke. Alles klar. Mach's gut, ciao. Dann, ciao. Ciao.